Das ist viel. Das ist viel. Dann gucken wir nochmal in die Richtung hier. Kurzer Blick auf die Karte verrät uns, dass wir jetzt hier rechts müssen und dann links. Okay, um in dieses tote Ende hier reinzukommen. Erstmal die ganzen toten Enten abklappern. Aha, apropos tote Enten, da sind Gegner. Lord Almighty, please have mercy upon our souls. Corruption, dear. Take their insignificant lives, so the Horns Master shall be pleased. Okay. Das ist doch mal ein Start in ein Gefecht hinein. So, Kettenblitz will ein Gegner in der Reichweite. Ich glaube, wir machen gleich mal den Kettenblitz, oder? Oh ja, das ist doch schön. Und dann gehst du hier rüber, Mordred. Dann Feuerdrache. Ja, stehen die günstig für Feuerdrache? Ich würde sagen, nein. Für Fallen der Stern stehen die beide günstig. Und der eine stirbt dabei sogar. Das ist doch angenehm. Und ich glaube, da kommt dann nochmal der fallende Stern, oder? Kommt der nochmal? Ich weiß es gar nicht. Die Lady kann sich um den hier kümmern. Und wenn die einen gezielten Schuss macht, kann die den sogar erledigen. Dann haben wir nämlich den schon mal weg. Sir Pelias. Schildansturm auf ihn. Geht leider nicht. Da müssen wir eins nach vorne gehen. Gehen wir mal eins nach vorne. Jetzt Schildansturm auf ihn. Genesung. Der Held erhält Einzug lang. 28 Hilfs-LP ist auch gut. Aber wir gehen jetzt erstmal nach vorne. Und schlagen hier zu. Können leider nicht nochmal zuschlagen, aber wir können uns diese Hilfs-LP holen. Abklingzeit 4 Züge, ich glaube, das mache ich. Sollen wir uns noch drehen? Ah, schaut mal, da oben sind noch mehr. Fernkämpfer. Die kümmern sich jetzt wahrscheinlich um ihn und er hat ja seine Hilfs-LP, das ist gut. Da ist auch noch ein Fernkämpfer, aber das passt, das müsste passen. So, dann haben wir diesen Sir Clawall. Der hat auch Genesung. Ich glaube, ich gehe mal hier hin. Ich glaube, wir machen hier aber eine Wacht. Die wird nicht viel bringen, aber wir machen sie trotzdem mal. Okay. Gut. So, er stirbt. Nächste Runde. Das ist erfreulich. Und der holt sich den her. Das ist unbedingt erfreulich. So, da geht's gegen Pelias. Das ist wunderbar. Genauso war es auch geplant. Die springen sich hier zum Sieg, zum vermeintlichen. Es geht alles gegen Pelias. Wunderbar. Er verliert auch ein bisschen Rüstung. Das ist nicht so gut. Ach, er ist gestorben. Wunderbar. Sehr gut. Und da geht's auch gegen den hier. So. Ja, Mordred, du könntest einen Donnerschlag setzen. Ich glaube, das machen wir tatsächlich sogar. Einen Donnerschlag gegen ihn hier. Die Lady. Das ist die Frage, wie machen wir das mit der Lady? Soll sie hier hingehen? Ich meine, von hier aus kann sie auch von hier aus mit Gift oder Feuer hantieren. Nein, kann sie nicht. Sie kann aber sprinten. Das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn die hier hin sprinten würde. Dann wäre sie nämlich ein bisschen geschützt auch. Und dann ein Feuerpfeil gegen ihn hier. Und noch ein Giftpfeil. Sehr gut. Gift und Feuer. Dann Sir Pelias. Ja, Sir Pelias hätte Hektik. Das bringt uns jetzt aber nichts, weil wir leider nur einen Gegner haben. Dann schlagen wir doch hier ganz normal zu. In der Hoffnung, dass wir ihn erledigen können. Nicht ganz. Knochenring hätten wir hier. Fügt alle Einheiten auf angrenzenden Feldern 100% Waffenschaden zu. Würde ihn natürlich umbringen. Ne, wir legen das einfach mal zurück. Und Sir Glaube, du kannst ihn doch erledigen, oder? Du gehst mal dahin, steckst einfach einmal zu und dann müsste der doch auch erledigt sein. Dann gehst du hier rüber. Und Merlin. Ja, da hinten könnten wir jetzt gut unser Feuer einsetzen oder ein Feuerdrachen. Das ist aber leider zu weit weg. Wir können uns aber teleportieren, oder? Wir können uns hier rüber teleportieren. Dann kriegen wir aber trotzdem die da hinten nicht. Aber wenn ich mich hier hin teleportiere, ich glaube, dann geht's. Dann geht's, oder? Dann geht's. Dann kriegen wir hier unseren Drachen und die sterben beide. Das ist doch erfreulich. Und wir können uns hier hinstellen und sind damit ein bisschen geschützt. Ja, das sollte passen. Ja, gut. Sehr schön, die beiden sterben. Dann haben wir noch die Nahkämpfer, der stirbt auch. Sehr gut, da haben wir noch hier diesen einen Nahkämpfer. Und diesen Fernkämpfer und diesen Fernkämpfer. Okay, zwei Fernkämpfer. Und einen Nahkämpfer. Das ist doch kein Problem. Gehen wir hin.
wollen wir die hier schon gute Arbeit leisten. So, Sir Mordred. Sir Mordred könnte einen Schildansturm machen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich probiere es mal. Nee, das wird leider nicht funktionieren. Puh, dann gehst du einfach mal davor. Die Lady kann den beschießen. Machen wir. Down with the violence. Zweimal beschossen, gut. Merlin könnte umnebelt machen oder ein Feuer. Machen wir Feuer von Merlin, dann haben wir den erledigt. Wir könnten jemanden umnebeln, wir könnten eine Illusion setzen. Wir können da drüben eine Illusion hinsetzen, bringt aber leider nicht viel wahrscheinlich. So, gehst du mal da, nee, Merlin. Sir Pelias, wir fangen mal mit ihm an. Du schlägst hier zu. Okay. Und dann brauchen wir Pelias. Pelias, du erledigst den Rest. Die Frage ist, darüber kommen wir nicht, ne? Nee, darüber kommen wir leider nicht mehr. Zu dem hier. Wir könnten uns aber hier hinstellen, um die Angriffe auf uns zu lenken. Wir haben ja immer noch die Hilfs-LP. Machen wir das mal. Ja. Gut. Und da kommt der jetzt in seinen Rücken rein. Und es war's schon. Gut, dann fangen wir mit Pelias an, weil ich glaube, der schafft es. Adios Service, my lord. Der schafft es, den hier zu erledigen. Müsste er schaffen, oder? Ja. Sehr gut. We stood our ground proudly. Und dann sollen wir mit ihm hier reden. Das machen wir doch sehr gerne. Praise the Lord Christ, we are saved. This is all I have, noble knights. Please, take it. Sehr gut, Dankeschön. Was war das? Ich habe gar nicht gesehen, was wir jetzt bekommen haben. Oder weiter die Kiste hier. Who is going to need this? Ein Glücksbringer. Und ein bisschen Gold. So, dann gucken wir hier weiter in dieses tote Ende hinein. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Hier gibt es erstmal nichts. Oh, so tot scheint das Ende gar nicht zu sein da oben. Gehen wir da mal weiter. Oder schaut das nur so aus? Nee, schaut mal. Da geht es tatsächlich sogar weiter. Und hier haben wir schon mal einen Kampf gegen einen Lord. How do you dare to tread the maze uninvited? Tja. These knights are not to be trifled with, Hans Master. I can smell sheep blood on their blades. Bah! No true blood should be afraid of such creatures. They are little more than livestock. Ne, das schauen wir doch mal. If we attack them with all our might, we can prevail, Hans Master. Nonsense. A few warriors should be enough to end this nuisance. The wild hunt can't stop. The maze's black heart have taken your mind, Hans Master. Silence! The hunt must commence. The Tuatha De Danann, who sleep beneath our feet, told me so. Your madness shall lead us to ruin, Hans Master. Okay, sind nur die beiden übrig, der Rest geht weiter und das wird tatsächlich nicht reichen. Also erst stark. Ach, obwohl doch, das sind noch mehr. Ich dachte schon nur die zwei. Hier sind drei. Oh, schaut mal. Das sind tatsächlich sogar ganz viele. Hier sind nämlich auch nochmal drei. Der Syltal, den müssen wir zuerst ausschalten. Die Frage ist, wenn wir den Kettenblitz hier einsetzen, macht das Sinn, diesen Kettenblitz hier einzusetzen? Kommen wir darüber? Wir können nur die zwei, ne? Wir können nur die zwei, das ist nicht so gut. Wir könnten einen Donnerschlag hier machen, dann würden wir den nämlich auch... Ja, machen wir das mal, dann würden wir den auch betäuben. So, die Lady, kann die mit dem gezielten Schuss den hier aus dem Spiel nehmen? Nein, die könnte ihn hier beschießen. Ich meine, der Rest soll jetzt erstmal zu uns kommen. Ja. Ich würde mal dem hier einen gezielten Schuss reinjagen. Und dann kann sie spurten, theoretisch. Okay. Sword or sorcery? Du kannst hier einen fallenden Stern setzen, das ist doch super. Machen wir das. Bam, da ist nämlich er tot. Sehr schön. Das war Merlin. Kommst du da durch? Du kommst hier nicht durch, ne? Du kannst... Ah, da kommt, glaube ich, danach der nächste Zauber. Von dort haben wir noch zwei Fernkämpfer. Das heißt, wenn wir jetzt uns in diese Richtung schlagen, ist das eigentlich gar nicht so schlau. Ich gehe mal hier hin und setze hier eine Wacht. So machen wir das. Die Lady geht hier zur Seite. Und Sir Klavel kann nämlich jetzt dorthin gehen und auch eine Wacht setzen. So,
So, wenn die Nahkämpfer hier rüberkommen und Merlin kann ein Stück nach vorne gehen. So machen wir das jetzt einfach mal. So, der macht nichts. Das war so geplant. Oh, ja, der holt ihn das leider her. Gilt dann die Wacht immer noch? Ja, die gilt immer noch. Sehr gut. Okay, er muss überleben, ne? Sir Klavel muss überleben, ja. Ich dachte schon, Sir Klavel muss sterben, ne? Nein, Sir Klavel muss überleben. Gut, jetzt ist die Frage, in welche Richtung gehen wir. Wir könnten jetzt Kettenblitz machen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, das ist ganz gut. Ihn erwischen wir es leider nicht mehr. Das ist natürlich fies. Dann gehen wir mal eins nach vorne. Und jetzt müssen wir den Kettenblitz machen können, ne? Genau. Machen wir jetzt den Kettenblitz. Und dann kommt die Lady dran. Von hier aus... Von da drüben könnten wir den... erledigen. Ich glaube, wir machen jetzt von hier aus mal den Feuerdrachen. Die beiden, ja. Sehr schön. Und dann kannst du doch sicherlich den hier erledigen, oder? Ja, gut, der stirbt, weil er brennt. Und dann probieren wir das hier auch. Das funktioniert leider nicht, aber wir können hier eine Genesung setzen. Damit sollten die alle Angriffe, die jetzt hier noch kommen, kein Problem sein. Können wir hier einen Schildansturm setzen? Nein. Wenn wir dahin gehen, können wir dann einen Schildansturm setzen? Nein. Wenn wir dahin gehen, können wir dann einen Schildansturm setzen? Immer noch nicht. Mist. Und jetzt sind wir natürlich in dem Bereich, dass wir einen Passierschlag bekommen von dem, ne? Das ist wirklich schade, dass wir keinen Schildansturm machen können. Ja, dann schlage ich den mal. Gehen noch ein Stück vor und jetzt muss doch gehen, oder? Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt geht's wieder nicht. Na gut. Aber dort können wir ein Schild am Sturm machen. Dann mache ich das doch so, dann stirbt er auch. Dann können wir noch Genesung einsetzen. Ich mache mal Genesung, ja. Die beiden hier in der Genesung kriegen dann eventuell von hinten geschossen. Ich werde mich ein bisschen drehen mal. Sehr gut. Dann haben wir noch Merlin. Merlin kann noch eine Illusion setzen. Das ist doch gar nicht mal so blöd. Wir setzen eine Illusion nach da hinten. Um die mal ein bisschen abzudingern. Und wir gehen dann hier in den Schutz hinein. Du stellst dich dorthin. Und machst hier einen Giftpfeil auf die Winterbrut. Sehr schön. Und wir können dann noch spurten. Wo sollten wir denn hinspurten? Hier in den Schutz hinein. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Dann drehen wir uns in die Richtung. Nein, drehen wollte ich mich eigentlich. I serve the Lord. Egal. So. Dann bin ich gespannt, was passiert. Er stirbt. Er stirbt leider nicht. Hier kommt ein Schlag. Oh, oh, oh. Ja, das war das Problem. Ich wollte nämlich eigentlich nicht nach vorne gehen mit ihr. Hier kommt ein Rückenstich gegen die Illusion. Der macht einen Fernkampfangriff. Da kommt nochmal ein Rückenstich. Das ist sehr, sehr schade. Da waren wir ein bisschen schlecht positioniert. So, Mordred. Mordred kann nochmal einen Donnerschlag wagen. Machen wir das. Merlin kann jemanden umnebeln. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, den da hinten zu umnebeln, damit er gegen den geht. Und kann dann hier einen Feuerblitz schicken. Bam. Sehr gut. Dann die Lady. Revanchiert sich jetzt bei dem hier. Sehr gut. Sie müsste sich eigentlich ein Stück zurückziehen, aber das mache ich erst, wenn ich den erledigt habe. Your command. Hektik bringt uns nichts. Sehr gut. Ja, Schildansturm können wir nicht machen. Wir könnten eins nach vorne gehen. Wir könnten auch eins nach da drüben gehen. Ich glaube, ich gehe dann tatsächlich mal dorthin. Und mach einen Schutz. Genau. Sehr gut. Er ist dran. Er kann eigentlich nicht viel machen, außer ein Stück nach vorne zu gehen. Und sie kann sich hier zurückziehen nach dort. Genau. Dreht sich aber dann in die Richtung. Das passt. So, er sollte jetzt eigentlich von ihm angegriffen werden und dabei umgebracht werden. Das ist der Plan. Schaut, ob das funktioniert. Ja. Funktioniert, aber leider nicht umgebracht, weil er ja den Schutz hat. Das ist ein Fernkämpfer. Ist doch Frost gegen Merlin. Das ist fies, aber wir haben schon hier einige
einige erledigt. Wir könnten einen Schildansturm machen. Ja, dann machen wir das. Und dann nochmal einen Schlag. Und dann haben wir den erledigt. Gut, Merlin. Merlin hat leider das Problem, dass er einen Frost hat. Er kann nur den Feuerdrachen rufen. Und die stehen glücklicherweise so da, dass wir sie mit dem Feuerdrachen erwischen. Und sind beide weg, ne? Ja, sind beide erledigt. Sehr gut. Wo ist denn der hin? Der ist dahinter gelaufen. Was für ein Feigling. Pelias, kannst du da was machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kannst auch nichts machen. Leider nicht. Und da haben wir den hier noch stehen. Wir drehen uns mal in den seine Richtung. Und die Lady, wenn sie hierher kommt, kann den beschießen mit einem gezielten Schuss in den Rücken. Und Merlin, ich glaube, Merlin bleibt jetzt einfach mal hier geschützt. Ist ja eingefrostet. Und dann das Merlin. So, was machen die hier? Der wird beworfen, ja. Und hier kommt der vernichtende Donner. Okay, so, Mordred, du könntest Brandmarken, aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Wir schlagen hier einfach mal zu und schießen. Den erledigt. Oh, Merlin geht's gar nicht mehr so gut. Und du gehst dorthin und schlägst zu. Und Pelias, du gehst dorthin und schlägst zu. Und das müsste es doch dann eigentlich gewesen sein, oder? Ja, wunderbar. In the end, all corpses look the same. So, wir sind jetzt hier. Ich dachte, das hier wäre ein totes Ende. Es ist aber keins. Wir könnten uns jetzt hier bis zum Lagerfeuer durchschlagen. Wir könnten auch hier weitergehen und diesen Bereich hier uns angucken. Ich glaube, das mache ich. Lagerfeuer brauchen wir im Moment noch nicht. Merlin kann hier einen Heiltrank trinken. Dafür haben wir den ja dabei. Und dann schlagen wir uns mal hier nach Süden durch. Gibt es hier noch was zu sammeln? Ja. Ah, I see something here. Da drüben gibt es irgendwelche Leute, die da stehen. Kümmern wir uns gleich drum. Nichts, okay. Da steht eine Statue. Die bringt aber uns auch nicht weiter. So, die Frage ist, dieser Weg würde uns nach da bringen, ne? Dann wir schauen uns aber erstmal jetzt das hier an, wo die Leute stehen. Denn die müssen wir wahrscheinlich verteidigen, schätze ich mal. Oder das könnte der Bruder sein. For the love of God, we are dead. Keine Angst, wir kommen schon. Okay, oh, 285, der Rohling. Dann machen wir doch gleich mal einen Donnerschlag, um ihn zu betäuben. Die Lady, ja, das ist natürlich das Problem jetzt. Die kommt da nicht durch, aber wenn sie sich hier hinstellt, dann kommt sie durch mit einem gezielten Schuss. Sir Pelias kann den Schildansturm machen, dann müsste er aber ein Stück nach vorne gehen. Jetzt muss es gehen. Jetzt geht's. Sehr gut. Stellen wir uns hierher und schlagen zu. Zack, dann Merlin. Fallender Stern. Ja, warum eigentlich nicht? Machen wir einen fallenden Stern. Verliert er auch seine Rüstung, jetzt hat er schon gar keine Rüstung mehr. Das ist sehr angenehm. Und Sir Clawville muss nach vorne laufen. Und ja, wir könnten ihn hier hinstellen. Warum eigentlich nicht? Wir stellen ihn mal hier hin. Gut. So, was macht er? Moment, nichts. Er blutet und macht dann einen Eisstachel. Aha. Na gut. Mordred könnte einen Kettenblitz machen, aber ich glaube, ein Schildansturm ist hier besser. Hat ihn aber leider ein Stück nach hinten geschoben. Das ist nicht so gut. Geht aber trotzdem. Pelias geht ein Stück vor und schlägt zu. Nochmal. Und nochmal. Und Global geht auch nach vorne und schlägt auch zu. Auch wenn er nicht ganz so viel Power hat. So, und jetzt brauchen wir nochmal einen Schuss. Hier kriegen wir den hin. Ein Feuerpfeil. Okay, reicht noch nicht. Reicht noch nicht, aber du kannst nach hinten spurten. Merlin, kannst du das erledigen? Ja, ich glaube von hier aus, oder? Feuer. Ja, das geht. Und dann haben wir ihn erledigt. Super. In the end,
All corpses look the same. Dann reden wir mit diesem Mann. I knew that help was coming. So good to see you, Knights. Verschwindet er einfach. Na gut, wir kriegen zumindest die Kiste hier. 18 Gold.